Willst du den Turm nochmal upgraden? Oder willst du den Ich habe nicht genug Geld. Na, ich könnte dir Geld geben. Dann können wir ja einfach nach der nächsten Nacht. Ja. Den Angriff starten. Immer vertröstest du mich auf die nächste Nacht. Nein, ich will die jetzt nicht losschicken, wenn der Tag schon halb rum ist. Ich bin doch so ein Sicherheitsmensch. So, muss erstmal reichen. Ja. Hier ist noch ein Rekrut, den hole ich mir noch. Ach ja, aber Geld fürs Schiff ausgeben. Nee, huch. Und für Ninja. So, habt ihr hier links Geld für mich? Der Schnee ist übrigens weg, ne? Meinst du, der Frühling kommt? Ja, wer weiß. Aber links ist immer noch der Fluss eingefroren und die kriegen auch kein Geld hier. Also hier passiert irgendwie gar nichts im Moment. Aber vielleicht ist der Winter ja auch bloß wirklich 2-3 Nächte oder so. Wäre ja irgendwie ganz cool, weil sonst bist du ja irgendwie wirklich am Arsch. Reicht das jetzt, dass wir dann nach dem Morgen hier direkt loslegen können? Hast ja. Du Geld dabei? Ja. Müsste ja jetzt eigentlich schon. Ah, die kämpfen sogar noch. Das müsste der letzte gewesen sein, schätze ich mal. Ich kann nur zweimal. Wieso kann ich nur zweimal? Na, einer ist vielleicht schon tot. Ach stimmt, der den ersten. Ja, logisch. Hm. Ja, bleiben so Steine stehen. Vom Katapult. Ja, der Grafikfehler. So, hier ist das Tor. Hast du noch mal was gemacht? Nein. Achso, dann war das bloß die Musik, die gerade losgegangen ist. Ja, man merkt schon, wenn nur zwei Einheiten dastehen, das dauert schon länger, ja. Ah, jetzt fällt das Tor auseinander. Ach, jetzt hat er die Goldmünze genommen. Ah, okay. Das Tor ist kaputt. Die Meute ist auf dem Rückmarsch. Tja, ich wollte jetzt nach links mal suchen, so ob irgendwie, aber Gras ist da auch nicht gerade. Also durch den Schnee, ne? Also da haben die auch nicht gejagt. Nee, die haben links nicht gejagt. Kann man jetzt nur hoffen, dass wirklich der Frühling bald losgeht. Ich habe jetzt auch nicht mehr genug Geld, um nochmal einen Angriff zu starten. Also ich habe jetzt vielleicht noch 3 oder 4 Goldmünzen.
Das ist natürlich nicht so schön. Na, wo bleibt der Angriff? Ich habe auch links keine so Rentiere gesehen, die man irgendwie anlocken könnte. Mhm. Auf der rechten Seite dann nochmal gucken gehen. Nee, also rechts waren irgendwie hinter dem Tor, glaube ich, welche. Ja, der Turm ist ziemlich geil, der schießt in den Rücken, das ist natürlich nice. Mhm. Ja. Ach, jetzt geht der Mond erst auf, das war nur der Konterangriff. Wollte auch gerade los, ja, warten wir mal lieber. Haben die das Katapult wieder aufgebaut? Nee. Ist es einfach kaputt gegangen? Kann ja nicht kaputt gegangen, also wüsste ich. Da steht es hier noch und man sieht es nur nicht. Also es hat einmal geschossen. Oder ist das jetzt hinter den ganzen Leuten versteckt, dass man... Ich glaube, es ist versteckt. Doch, ja. Das steht dahinter, ja. Was ist denn jetzt? Kommt doch nichts weiter, oder was? Na gut. Ich guck mal zu dem Bauernhof, ob jetzt wieder... Doch, kommt noch was. Kommt noch was? Hat aber noch gedauert. Die hauen ab, lol. Die Bauern stehen immer noch rum und machen nichts im Haupthaus. Ach, Scheiße. Und die Mühle bewegt sich immer noch nicht, oder das Mühlrad. Eieiei. Ja, Lothar, langsam kriegt man ein Problem, ne? Ja, ich lock jetzt neue Rentiere an. Oder was auch immer. Ich hatte ja gehofft, dass nach der Nacht das wieder grün wird oder so, dass die wieder jagen, aber... Nö. Die haben keine Lust. Tja, es sind nur zwei. Folgen die mir noch? Ja. Weiß auch nicht, wie weit man da wegrennen kann. Ausprobieren. Naja, wie weit ich vor denen herrennen kann. Ach so. So nicht, dass die so Interesse verlieren. Ach so, stimmt ja. Du kannst ja mit deinem Hirsch die anlocken. Ja. Ich habe jetzt schon überlegt, aber ich dachte, du treibst die dann irgendwie hin, aber ne. Ja, die Meute steht jetzt hier rum. Super. Mehr Münzen habe ich. Ich habe, glaube ich, 4 Münzen oder so. Also damit könnten wir, wenn du noch Münzen hast, dann würde ich einen Angriff starten. Das Problem ist aber, wir kriegen das Schiff auch nicht damit zu Ende gebaut dann. Hm. Also so oder so wäre es jetzt schon cool, wenn dann das Gras wieder grün wird und die Leute, also die Viecher wieder kommen zum Jagen. Naja, hoffen wir mal. Da kommt ein Rekrut angelatscht. Naja. Ich hab ihm schnell noch eine Münze zugesteckt. Wie dein Hirsch immer quasi in die Kamera guckt, ey. Wenn ja, du stehen bleibst. Ja, wie der Hund von der einen Streamerin. Ey, dieser Clip, ich hab mich so bepisst vor Lachen.
wie sie es auch überhaupt nicht merkt, ne? Und alle so im Chat, oh, the dog, the dog. Look the face of the dog. Wer weiß, wie oft er das macht, da mit dem Kuscheltier. Ja. Also zum Hintergrund, für die, die das Video jetzt gucken, mir wurde letztens auf Twitch ein Clip angeboten von irgendeiner Streamerin, wo der Hund im Hintergrund auf dem Bett irgendwie so ein Kuscheltier vögelt. Das war, und die Streamerin kriegt es einfach nicht mit und der Chat geht halt übelst voll drauf ab. Und dann guckt er halt noch so total genau wie der gerade in die Kamera. Es wird nicht grün, Boxy. Es wird hier nicht mehr grün. Ich traue mir fast schon nicht mal die Rekruten zu holen, weil wir kein Geld mehr haben. Tja. Ich glaube aber schon, dass. Aber es sind ja noch Eisschollen auf dem Wasser. Hm. Die sind noch nicht weg. Es wird schon. Hast du nicht das Wiki offen gehabt? Kannst du nicht mal nachgucken, ob da zum Winter was steht im Wiki? Ja. Wie viele Tage der dauert? Ich würde sagen, wir sind jetzt schon mindestens beim 5. oder 6. Tag. Tag 32 auf Insel 3, zumindest in New Lands, warte mal, in Two Crowns ist es. Was ist das? 49 bis 64. Aber so lange, wir sind doch nicht beim 49. Doch. Tag. Ja, doch. Ach, für alle Inseln zusammengerechnet oder was? Ja, wahrscheinlich. Wir sind aber bei 46 erst. Oder? Also LIV ist doch 56. 54, sorry. Oh Gott. Wir sind Tag 54. Oder das wird doch nur, am Anfang des Tages angezeigt, oder? Na, wenn du Escape drückst, steht es oben rechts. Ah. Das heißt 54 und ja, also 10 Tage noch. Ach du lieber. Und L ist quasi 50, oder was? Ja, ich hab Geld bekommen. Bescheuerten Römer. Von wem habe ich denn jetzt gerade Geld bekommen? Eine Donation? Haha. Ne, ich stand gerade am Haupthaus und irgendjemand hat mir Geld gegeben. Ach, hier dieser Typ mit der roten typ. Mütze. Ja. Gut, jetzt habe ich irgendwie vielleicht 8 Münzen. Also, man könnte einen Angriff machen. Mit deinem Geld zusammen vielleicht. Oh, ich penne. Ach, im Wiki geguckt und jetzt. Ich habe kein Geld verloren. Nein. Wurdest du angegriffen oder was? Ja. Wie viel hast du verloren? 2, glaube ich. Okay. Oh Mann. Ich dachte, du hast das Wiki auf dem zweiten Monitor, weil du in einem Auge nur drinnen bist. Nee, ich kann das nicht. Ach so. Ich hab's auf dem gleichen Monitor. Gealtappt. Naja, das heißt, wir müssen noch 10 Tage jetzt warten, der Großartig. Ja, großartig. Na ja, gut, ich meine, die wollen es halt schwer machen, ne? Na, in die Länge ziehen wollen sie es. Ja, das könnte man jetzt auch sagen. Das ist so ein bisschen wie bei Jurassic World, da gibt's, es sind auch manche Spielelemente dazu da, wo du einfach noch denkst, okay, das ist jetzt bloß da, damit das Spiel länger wird. Ja. So, wie ist denn das überhaupt ein L für 50? Ach, guckst du das mal nach, ob das stimmt? Ja, also ich weiß, dass es stimmt, aber ich frage mich gerade, warum? XXV da. Genau, das ist unser 25. Tag auf dieser Insel. Ach. Und insgesamt 55 Tage. Was, wir haben über die Hälfte auf dieser Insel, fast die Hälfte auf dieser Insel gebracht? Hm. Kommt mir von ja, Euro. Doch, ja.
Wir sind von der ersten, sind wir ziemlich schnell runter, Tag 7 oder so. Hm. Na geil. Tja. Also, sag mal so, ich habe genug Münzen, dass wir einen Angriff machen können. Na dann, lass doch machen. Wollen wir das jetzt noch starten? Ja, Tag klar. Ist los. Hast du jetzt schon, oder? Ja, einmal habe ich schon. Okay. Wie viel Geld habe ich denn jetzt noch? Gar nichts, hä? Doch. Ich habe drei. Drei Münzen habe ich noch. Nein! Ach, puh. Der Rekrut wollte sich die scheiß Münze holen. Geh weg. Oh, lieber Bogen. Warte mal, der Ritter rennt jetzt hier mit drei Bogenschützen nur los? Das ist ein bisschen wenig. Ist das normal? Ich dachte, es wären vier. Der eine hat nur. Der eine hat nur drei. Der andere hat, glaube ich, drei oder vier. Ich kann es nicht genau erkennen. Naja, okay. Ist jetzt so. Die werden das schon schaffen. Wo ist denn das scheiß zweite Tor hier? Hier ist die Hütte. Ah, wir könnten rein theoretisch expandieren, weil die nächste Hütte mit Rekruten ist noch vor dem nächsten Tor. Mhm, ja. Also kurz davor. Und das Tor ist witzigerweise aktiviert. So, die erste Gruppe ist da, die zweite Gruppe folgt. Oh Scheiße, und da kommt jetzt genau die Nachtleute raus. Nein. Sterben sie schon? Ja. Ja, jetzt hauen sie ab. Wir haben es nicht geschafft. Die Ritter sind alle tot. Hm. Wir haben das zu spät gestartet. Du musst es früh machen. Oh Gott, die werden jetzt. Oh Gott, die werden komplett auseinandergenommen. Also wir haben jetzt. Wir haben alles verloren. Wir haben. Und die kommen auch noch. Oh, wenn wir Pech haben, verlieren wir jetzt die. Renn! Du blödes Pferd, renn noch! Verlieren wir auch noch dich. Ja, also, wir haben, ja, wir verlieren alle. Wir verlieren also jetzt 6 Bogenschützen. Also, die haben wir eh verloren. Wir haben nur noch die Leute. Und, ja, einer kommt zurück. Wir haben zu spät gestartet. Das war natürlich jetzt super GAU. Und ist bei noch 9 Tagen kein Geld. Ja. Also ich gebe jetzt nochmal 2 Münzen für Rekruten aus und die restlichen 2 gebe ich für Bogenschützen aus, für einen Bogenschützen aus. Ja. Also ich meine, die halten das da schon. Da stehen noch genug Bogenschützen. Ja, ja. Es ist halt einfach nur, wir können jetzt einfach nur gar nichts mehr machen. Ich hätte noch nicht mal die Rekruten holen sollen. Wir haben noch genug Rekruten hier rumrennen. Ja, nur Bogenschützen hat auch sehr recht. Ach, die wechseln jetzt auch, die Bogenschützen. Kommen welche von die kommen auf die andere Seite, ja. Und der Typ mit der roten Mütze gibt halt Geld. Wo kriegt der es her? Keine Ahnung, der hat mir gerade 3 Münzen gegeben. Ich habe nochmal einen Bogenschützen in Auftrag gegeben. Dann, warte mal, ich gebe dir mal noch eine für noch einen. Ja, der hat die eingesammelt. Gib und die der rückt sie nicht wieder raus. Hast du noch eine? Ich drück dir die morgen wieder raus. Oder er gibt's nur mir wieder? Scheiße. Ist der Bankier vielleicht? Ich guck nochmal. Jetzt schneit's wieder. So viel zu der, ja. Wie viel noch? 8 Tage? Ja, oder 7. Super. Ich hab gedacht, wir schaffen das in der Aufnahme.
Ah. Okay, schieß los. Na, der sammelt tatsächlich die Münzen, der Typ. Und bis du ihm halt 10 gegeben hast, dann spuckt er sie wieder aus. Ah. Und man kann ihm aber auch viel mehr geben und dann, also so nach und nach, und dann geht er mal rein, weißt du, und dann also packt er einfach hier in seine Schatzkammer und der zahlt dir aber mit Zinsen zurück. Das heißt, man sollte im Sommer dem hin und wieder mal ein paar Münzen geben. Damit ja, genau. Dann und dann kann man im Winter davon leben. Okay. Aber woher hat er mir jetzt die 3 Münzen gerade geholt? Also haben wir scheinbar ihm schon mal im Sommer was gegeben? Ja. Ohne es zu merken irgendwie scheinbar. Naja, gut. Tja, weiß ich nicht, was wir jetzt machen wollen. Wollen wir warten? Wollen wir das überspringen für die Zuschauer? Ich mein, also, Wir können jetzt, also warten müssen wir so oder so. Die Frage ist, ob wir jetzt die Tage halt in der Aufnahme jetzt einfach überspringen. Ja, weil dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, so vor allem von der Aufnahmezeit her. Ja, ja. Na, dann würde ich noch sagen, tschüss. Ja, tschüss. Wir sehen uns da wieder, wenn Frühling ist. Genau, wir sehen uns im Frühling wieder. Bis dann. Tschüss.